Uiuiuiui, schafft das noch oder verletzt doch? Aua, oh, Mega-Verletzung, voll an Karton, Mensch. Oh, 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 hier ist die Bürsten kaputt. Ja, du siehst es, heute mal etwas ganz anders auf dem Kanal und damit herzlich willkommen. Ja, und schön, dass du heute mit am Start bist. Über einen Lohn am Ende, also eben Däumchen und Abo, freue ich mich natürlich ganz besonders. Ja, 2018 habe ich mir meinen ersten Staubsaugerroboter geschossen. Das war damals ein Tesfor X500, der eben dasteht. Ja, ein Stück weit unter 200 Euro war der damals im Sonderangebot, super günstig. Ja, und hat mit 150 Quadratmetern und einer tollen Saugleistung geworben. Jetzt haben wir 2021 und Tesfor hat angeklopft und gefragt, ob ich nicht den neuen S6 Turbo testen möchte hier. Ja, und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, denn der hat beispielsweise auch eine Wischfunktion gegenüber dem alten, ja, was auch den WAF vielleicht nochmal zusätzlich erhöhen könnte. Ja, was sich gegenüber früher noch alles getan hat, und zum Beispiel immer noch eben diese nervigen Magnetbänder, wie früher gebraucht werden. Ja, das kannst du jetzt gleich nach dem Intro sehen. Schon jetzt viel Spaß dabei. Ja, bei Amazon ist er schon zu haben für im Moment so unter 350 Euro. Ja, und die Daten, die hören sich schon mal wirklich super an. LiDAR-Sensor für Echtzeitnavigation, 5200 mAh Akku sowie 4000 Pascal Saugleistung. Ja, das sollten unsere Katzenhaare doch nun wirklich der Vergangenheit angehören. Ja, der Karton sagt es da auch schon mal hier, was man hier sieht. Google und Alexa an Bord. Ja, eine App für iOS gibt es auch. Also beim Auspacken siehst du alles eben, was benötigt wird. Ja, hier als erstes die Bürste und den Wassertank mit 600 Millilitern, was schon mal eine ausreichende Menge ist, also eine gute Größe. Ja, eine zweite wird übrigens auch noch mitgeliefert. Schön ist auch, wie beim Vorgänger, die Fernbedienung, ja, vor allem für die ältere Generation. Ich? Ja, keine Ahnung. Ergos wird eben nicht unbedingt eine App benötigt. Ja, und sogar noch besser, ganz theoretisch müsste man ihn noch nicht mal deswegen eben ja, Cloud- und App-mäßig verbinden. Ja, natürlich gehen dann aber Features verloren, dürfte klar sein. Ja, Standard-Ladestation, auch ähnlich wie früher, check. So, und jetzt das Gerät selbst. Schaut irgendwie auch ähnlich aus wie bei meinem Vorgänger. Jetzt allerdings ja mit Nöppel für LiDAR obendrauf und immer ja, noch der Stoßfänger vorne, der eben Möbel wirklich relativ sanft berührt. Und da hatte ich bisher wirklich wenig Probleme mit Kratzer oder Ähnlichem. Für Allergiker wichtig, der HEPA-Filter. So, als erstes ja, gehen wir mal ans Einrichten. Die WE-Back-App, ja, die hatte ich natürlich schon drauf, aber ansonsten mit Mailadresse registrieren und gut. Schon mal nett, die Datenschutzerklärung, die sagt, es geht eben nicht zu China-Servern, sondern in die Amazon EU-Cloud. Ob das dann jetzt besser ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, das Registrieren des S6 Turbo geht schnell von der Hand, QR-Code einscannen und eigentlich schon fertig. So einfach kann das sein. So, und jetzt gleich zu Beginn kommt der erste Härtetest. Ja, vor allem bevor ich die Bürsten montiere, um sie eben nicht schmutzig zu machen. Frischer Kaffeesatz vor meinem Kaffee heute Morgen und ja, Zucker nochmal. Ja, zuerst mal in der niedrigen Saugstufe probiert und die ist wirklich schon ziemlich leise, muss ich sagen. Aber trotzdem gar nicht mal so schlecht. Ja, Robby geht übrigens hier und versucht immer wellenlinienförmig zu agieren. Also eben nichts mit Chaosprinzip. Aber das konnte tatsächlich sogar eben schon mein Alter hier. Ja, aber spiralförmig an einem ausgewählten Punkt geht übrigens auch ohne Probleme. So, der feuchte Kaffeesatz. Das war jetzt natürlich aber auch gemein, logisch. Aber den Zucker 1A klappt doch schon mal wirklich wunderbar.
Ja, dann jetzt das Ganze mal feucht wischen, würde ich sagen. Einfach den Tank auffüllen, ist wirklich kinderleicht. Ja, und danach eben die Staubbox raus und die Wasserbox rein. Und ja, dann kann es eben auch schon losgehen. Das Ganze kriegt er sogar halbwegs gut hin, finde ich. Ist ja auch unter erschwerten Bedingungen. Schade aber trotzdem, dass er hier nicht erkennt, ja, dass eben noch schmutzig ist und etwas langsamer macht oder erneut vielleicht rüberfährt. Habe ich beim Saugen übrigens auch vermisst. Das macht sogar der alte Test vor. Aber jetzt kommt eine Sache, die habe ich einfach nicht gefunden in der App. Wo stelle ich denn die Wasserdosierung ein? Das soll eigentlich funktionieren. Ja, wenn ja, dann reiche ich das hier noch nach in einem Kommentar. So, jetzt aber etwas säubern und danach endlich mal die Bürsten dran machen. Nächster Härtetest. Thema Absturzgefahr. Also ab mit dir auf den Esstisch und los geht's. Das Ganze hat er jedenfalls mit Bravour gemeistert. Ja, und bis auf einmal hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass etwas passieren wird. Ja, später wirst du das eben auch nochmal am Treppenabgang sehen. So, jetzt mag ich aber mal schauen, was so ist mit dem Wohnzimmer, was er da so treibt. Und ich möchte eben eine echte Karte erstellen. Also Karte gelöscht, neu angefangen. Ja, gemeinerweise auch hier, der Teppich ist nicht verklebt und erwartungsgemäß hat er ja mit so einem leichten Ding hier eben mit der Bürste dann Probleme. Dass er eben immer wieder unter den Teppich gerät. Das macht aber nun wirklich jedes Gerät. Ergo, bei so einem Teppich unbedingt doppelseitiges Klebeband. Trotzdem kleiner Kritikpunkt auch hier. Mein Alter fährt schneller zurück und befreit sich eben aus der Misere. Ja, aber der S6 Pro ist ja neu und durch OTA kann da eben auch noch optimiert werden. Auch übrigens schon mal toll gegenüber meinem Alten. Ja, übrigens fährt er am Anfang alles ab und ja, da fährt er auch bei den Gegenständen ran vorne. Beim nächsten Mal hat er allerdings die Karte und wenn eben nichts verstellt wurde, dann fährt er wunderbar nah dran, aber eben nicht genau eben dran ist, sondern er bleibt kurz vorne stehen. Ja, das Ganze sogar überhaupt auch bei meinem Stativbein, das ist ja nun wirklich relativ dünn, cool. Natürlich auch mal die höchste Saugleistung probiert, da ist er sogar ein wenig lauter als unser Staubsauger. Aber da geht auch wirklich einiges und die 4000 Pascal machen sich richtig bemerkbar. Ja, wenn du dir jetzt ein wenig die Karte ansiehst, dann kannst du ganz gut erkennen, wie er erst eben den Raum versucht, so ein bisschen zu erkunden und dann eben spiralförmig reinigt. Dabei dachte ich am Anfang, er vergisst die Küche, aber die kam halt ein bisschen später. Ja, hier habe ich auch extra die Erhöhung stehen lassen. Ja, und die schiebt er dann erwartungsgemäß dann eben auch so lange vor sich her, bis ein Hindernis kommt. Wer hier eben mehr will, der muss auch weitaus mehr Geld in die Hand nehmen und dann zum Beispiel ja ein Gerät mit extra Kamera vorne nehmen. Und davon gibt es eh noch nicht arg so viele. Gut, fehlt natürlich noch eines, was fehlt, und das sind die Sprachassistenten. Die haben soweit auch funktioniert. Das heißt, das Einrichten geht hier wie üblich von der Hand. Das heißt, egal ob es Alexa ist, das kannst du dir hier anschauen. Alexa, starte Roboter. Oder Google Assistant, die funktionieren soweit. So, und jetzt wollen wir ihn zum Schluss mal ein bisschen verwirren. Und ich würde sagen, wir bringen den jetzt mal nach oben. So, kommen wir mal zu einem Fazit des Ganzen. Ja, insgesamt macht er wirklich für den Preis einen super Eindruck. Das heißt eben gleichzeitig saugen sowie wischen, finde ich wirklich eine schöne Sache. Ist ein bisschen blöd mit den Verbotszonen jetzt für meinen Teppich.
Das ist natürlich nicht cool, aber was will man da machen? Man könnte natürlich den nach oben fahren zum Wischen, sodass man nur da saugen könnte und das in der App einstellen. Aber für den Preis glaube ich eher weniger. Ja, was ein bisschen gestört hat, war die Ladezeit an sich. Die finde ich ein bisschen hoch, muss ich sagen. Innerhalb von einer Stunde, ich weiß gar nicht, waren das 15-20%, die er da geladen hat. Das heißt, ja, der musste auf jeden Fall schon mal so 3-4 Stunden dann da dran bleiben, dass da was vorwärts geht. Aber ja, normalerweise ist ja auch das kein Problem. Wenn er nachts lädt, ist das Ding voll. Und dann muss ich sagen, saugt er wirklich relativ lange. Und das auch, wenn man hier in den größten Modus geht, wo er wirklich ordentlich Leistung hat und auch wirklich megamäßig saugt gegenüber dem Gerät hier. Also das ist wirklich eine Verbesserung. Ja, was er natürlich nicht konnte, war irgendwie eine Karte für das zweite Stockwerk. Man kann Karten speichern, ja, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen, dass ich zwischen einzelnen Ebenen hin und her switchen konnte. Das können natürlich andere besser, ob eben von Xiaomi oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wenn ich recht in Erinnerung gehe, kosten auch die dann entsprechend mehr. Ja, der ist so ein bisschen vergleichbar, der neue, wie der D-Bot. Ja, was soll ich sagen? Aber auch der ist wesentlich teurer im Vergleich. Und ja, wenn der da eben, was bei Testfor wirklich oft vorkommt, im Moment sind es auch 50 Euro, immer rabattiert ist, finde ich eigentlich den vollkommen in Ordnung und ich kann eine Empfehlung aussprechen. Was er kann, was er nicht kann, habe ich entsprechend gerade gesagt. Ja, für zwei Ebenen halt zum Beispiel nur bedingt geeignet. Aber wer eben einen vernünftigen Wischroboter sucht, der wirklich auch super staubsaugen kann, der ist damit gut bedient. Und ja, kein Chaos-Prinzip, mittlerweile mit LiDAR-Sensor, absolut soweit in Ordnung. So, wenn dir das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich jetzt halt noch über ein Däumchen. Ja, schreib mir mal sehr gerne in die Kommentare, vor allen Dingen, was du hast, was dir hier jetzt ganz gut gefallen hat oder was dir vielleicht fehlt. Das würde mich absolut interessieren. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Wochenstart. Wir sehen uns Mitte der Woche. Dann geht es unter anderem auch hier mal ein bisschen um die Fritzbox, denn da gibt es auch ein bisschen was Neues in den News und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, ich sehe dich dann wieder. Bis denne. Ciao, ciao, euer Jörg.